Wandern in Berlin und Brandenburg, Teil 44. Heute bin ich mal, oder wir sind heute mal ganz woanders, und zwar in Berlin-Kreuzberg am Fuße des Viktoria-Parks. Und das sind hier Teile der ehemaligen Schultheiß-Brauerei, die unter Denkmalschutz steht. So, jetzt geht es im Prinzip dann schon so langsam in den Viktoria-Park rein. Den will ich heute mal näher beschreiben. Und auch warum Kreuzberg, der Name Kreuzberg, also der Stadtbezirk von Berlin, wie er zu seinem Namen kam. So, jetzt geht es hier sozusagen los. Wir sind jetzt hier an der Südostseite vom Viktoria-Park. So, der Highlight ist jetzt hier schon mal der Rosengarten. Überall blüht hier. Richtig speziell Rosengarten. Und hier der, jetzt sage ich schon mal, das ist der Kreuzberg hier im Viktoria-Park. Das ist hier eine natürliche Erhebung. Schon mal vorweg 66 Meter hoch über den Meeresspiegel. Hört sich jetzt nicht viel an, trotzdem ist das hier wirklich mal interessant. Hier kann man schön hoch und runter laufen mit all seinen Highlights. Nördlich vom Viktoria Park, da findet sich westlich ist die Katzbachstraße. Und dann gibt es noch die Kreuzbergstraße, genau in nördliche Richtung. Da wird auch der Viktoria begrenzt. Der Mehringdamm ist hier in der Nähe, U-Bahnhof Mehringdamm. Von hier aus kann man dann auch schön starten, eine Wanderung in den Viktoria-Park. So, jetzt gehen wir tatsächlich jetzt erstmal bergauf zum Gipfel. So, nun begegnet man schon den Wasserfall. Der ist künstlich angelegt worden, Ende des 19. Jahrhunderts. Wenn man hier so runterschaut, und das passt ja nur heute auch bei dem Wetter. Und hier hoch, ne? Tja, und hier ist nun schon das Denkmal auf dem Berg des Viktoria-Parks, auf dem Kreuzberg. Errichtet 1832, glaube ich, aus Anlass vom Napoleonischen Krieg. Das wurde dann noch mal Jahre, Jahrzehnte später, Ende des 19. Jahrhunderts, noch ein bisschen höher gesetzt, der Sockel, damit das noch besser zu sehen ist von den umliegenden Wohngebieten, damit man das überall sieht. Ja, und hier kann man das noch mal, das will ich jetzt im Detail nicht zeigen, noch mal nachlesen. Also entworfen hat das Denkmal Karl Friedrich Schinkel, 1817 bis 1821. So, noch ein paar Treppen. Und warum steht dort Leipzig dran? Weil es zur gleichen Zeit errichtet wurde wie das Völkerschlachtdenkmal bei Leipzig, die Schlacht von Napoleon. Das ist die Viktoria, da genannt auch nach dem gleichnamigen Park, Viktoria Park, die englische Königin Viktoria. Natürlich auch ein wunderschöner Ausblick hier in nördliche Richtung, zum Beispiel dort die Goldelse, die Siegessäule. Und hier schaut man mal nach Mitte. Dort der französische und der deutsche Dom am Gendarmenmarkt. Gehen wir nochmal in südliche Richtung. Da Teile nochmal der alten Schultheiß-Brauerei. Ja. Da steht's.
1913. Ja, und hier nochmal die Sichtachse runter mit dem Wasserfall zur Kreuzbergstraße. Diese Sichtachse, die ist wirklich sehr bekannt und ist ein Muss, die zu filmen und zu fotografieren. So, und hier sieht man auch von hier aus das einer der neuen Wahrzeichen von Berlin, das neue Hochhaus an der Warschauer Straße. Ja, hier oben wird auch öfter Party gefeiert, sieht man hier schon in den Glasscherben. Und diese seltsame Flasche hier, da liegen hier einige rum. Ja, das ist Lachgas. Das ist eigentlich verboten, aber naja, wenn die hier Party machen, dann dröhnen die sich das ein. Ja. Ja, wie du da gerade schwimmst, weißt du? Und hier nochmal der Anfang hier, also der höchste Punkt von dem Wasserfall, wo der sich nach unten begibt, zur Kreuzbergstraße. Ja, und überall gibt es hier dann auch so eine Schleichwege, so eine Wege, wo man dann langlaufen kann, immer schön am Wasserfall. Bänke gibt es hier auch zum Verweilen. Also es ist Erholung pur hier. Und das mitten in der Stadt, in unserer Hauptstadt Berlin. Das ist ja auch so ein Foto-Highlight, wie der Wasserfall sich hier ergießt. Und oben nochmal das Denkmal. Kreuzberg-Denkmal. So, und hier nochmal in nördliche Richtung, wo es relativ sanfter weiter runter fließt. Hier ist noch so ein kleiner Bruder vom Wasserfall. Auch hier ergießt sich's. Ja, und hier auch noch mal so eine Steintreppe. Kommt ja fast ein bisschen sächsische Schweiz-Feeling auf. Ja, na, das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, wo ich davon berichtet habe. Ja, aber auch hier richtig idyllisch. Ja, und dann hier große Liegewiesen. Also im Hochsommer sind die auch alle dicht an dicht belegt. Naja, nun wird es ja wieder wärmer. Jetzt geht das hier schon los. Und hinten da ist die westlich begrenzte Katzbachstraße. So, und dieses Holzkreuz ist zu Gedenken des Volksaufstandes am 17. Juni 1953. Ja, der Volksaufstand in der DDR. Das Kreuz erinnert an die gewaltsame Niederschlagung des Volksaufstandes in der DDR am 17. Juni 1953. Da wurde es nochmal eindeutig wiederholt. Oh, das ist mal ein botanisches Highlight hier. Eine hängende Rotbuche. Schaut man noch mal hoch zu diesem Kreuz am 17. Juni. So, jetzt kommt noch, jetzt will ich den Streichelzoo noch zeigen und dann sind wir eigentlich hier alle Highlights dann durch im Viktoriapark. Jetzt kommen hier noch mal so ein paar Teiche. Ja, hier ist dieses Tiergehege. Hatte ich jetzt Streichelzoo gesagt? Na, streicheln kann man die nur nicht. Und dahinter ist eine große Gaststätte. Das ist jetzt hier die Nordseite vom Viktoriapark. Ja, und hier schließen sich so eine Kräuter- und Blumengärten an. Tja, hier an dem
letzten etwas größeren Teich, na, was heißt größeren, der ist natürlich nicht groß, und wo dort der rauschende Bach runterkommt, hier in dieser Idylle möchte ich jetzt den 44. Teil von Wandern in Berlin und Brandenburg beenden. Ja, mal ganz was anderes, den Viktoria-Park in Berlin-Kreuzberg, mit dem Kreuzberg. So, nun wisst ihr auch, warum Kreuzberg, der Stadtbezirk, so heißt. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss.